Hi, mein Name ist Iria. Ich werde gleich mein Let's Play von The Witcher 3 Wild Hunt fortsetzen. Das ist der zweite Part von mir. Viel Spaß beim Zugucken. So, da sind wir wieder. Ich muss jetzt Wesemir folgen. Auf der Karte kann ich die Spur abgucken. Und ja, ich laufe jetzt sehen. Erstmal mit Plötze das Pferd. Das immer aus dem Nichts kommt, wenn man es ruft. Ja, gehen wir zuerst mal aufsteigen. Und dann reiten wir weiter. So. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Ach übrigens, wenn man die ganze Zeit X drückt, läuft das Pferd von alleine auf dem Weg. Ja. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Oh, die Frage müssen wir jetzt selbst beantworten. Ich würde erstmal sagen, du schuldest uns nichts. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt, auch Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, wir suchen jemanden, Jennifer. Deswegen sage ich, ja, eine Frau. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Ah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Ich muss in eine Taverne. So, die Taverne in Weißgarten. Okay. Ich muss eine Taverne aufsuchen. Dann steige ich auch gleich mal wieder auf Plätze. Und reite auf Plätze. Das ist bestimmt wohl nicht weit von dort. Wesemir folgt uns. Also, ein Greif so nah am Dorf?
Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Die haben anscheinend alle was gegen Hexer. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Das klingt spannend, wenn ich nochmal nach Jennifer frage. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Ich will nichts kaufen, ehrlich gesagt. Dann sage ich einfach vielen Dank für alles. Danke. Für alles. Meister Hexer! Wärt ihr gewillt, den Greif zu töten? Das Biest ist eine Landplage. Zuerst hat er nur Vieh gerissen, aber jetzt bevorzugt er Menschen. Wir trauen uns kaum noch raus. Wenn uns jemand bezahlt, sagen wir nicht nein. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Jennifer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hast du gehört? So. Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch. Jetzt muss ich solange die Gäste nicht die Ernte nach Jennifer fragen. Oh, Drommle, Drommle. Ich drück jetzt mal dran. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant. Bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Ich will nur reden. Ich will nur reden.
Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Ich verhexe die Typen einfach. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Jo, dann frage ich mal weiter. Wo gibt es denn noch jemanden? Da vorne? Nochmal. Es gibt vier Farben. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Eine Reiterin des Krieges. Wer soll das sein? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Was machst du hier? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Das klingt anständig, der untere Satz. Geh zu den Büchern zurück. Das hört sich irgendwie voll asozial an. Ich nehme lieber das untere, das ist nett. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigung, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Hm. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Davon weiß ich nichts, also ob der Krieg nach Novigrad gekommen ist, da drücke ich einfach das an. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt, wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Okay, diese Fragen habe ich schon gestellt und deswegen gehe ich jetzt um sein Leben wohl. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Das ist das erste Mal in diesem Spiel, dass man Gwind spielt, also sage ich, na gut. Hm, warum nicht? Wunderbar, also es funktioniert so.
ich habe ja das Spiel The Witcher 3 schon mal gespielt, aber das war ziemlich lange her. Und jetzt, da wo ich ein Let's Play wieder mache, fällt mir eigentlich gar nicht wieder ein, wie Gwent eigentlich geht. Also, hier sind Karten und ich glaube, das hier sind meine. Ja, ich versuche jetzt einfach das Spiel zu starten und hoffe, dass ich das noch kann. Ich fange an. Ich muss eine Karte ablegen und dafür eine neue ziehen. Also am besten eine, die ich nicht brauche. Gutes Wetter. Dann kann ich wahrscheinlich diese Karten nicht einsetzen. Aber diese Karten sind auch gut. Also ich lege dann einfach, wenn ich die schon doppelt habe, lege ich die hier weg. Und das auch. Ja. Runde beginnt. Ich glaube, dass ich, also die Karten haben ja unterschiedliche Zahlen, also von der Höhe her. Und ich glaube, ich lege erstmal meine höchste Karte. Weil am Ende muss das so sein, dass ich immer die höchste Zahl habe. So. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, ob man es so spielt, aber ich spiele das immer so. Gerade so eine Karte gespielt, womit jede Karte nur noch einen Punkt hat. Aber ich bin immer noch am Gewinnen, weil ich 2 Punkte habe und er 1 insgesamt. So, in der ersten Reihe, da wurde noch keine Spezialkarte gelegt, so wie dieser Regen oder was auch immer das war. Das heißt, die Punkte in der ersten Reihe, die zählen alle immer für mich. Und ich habe gerade 12 und mein Gegner 8. Das heißt, ich bin immer noch am Gewinn. Ich lege jetzt einfach die restlichen Karten ab, weil man merkt schon, das ist total einfach am Anfang. Ich glaube, später wird es noch Leute geben in diesem Spiel, die bessere Karten haben und wo es dann auch ein bisschen schwieriger ist. So, das Problem bei mir ist jetzt, dass ich gar nicht an meine Spezialkarten gedacht habe und ich weiß auch gar nicht, was für Effekte diese Karten haben, aber wenn ich jetzt diese Karte, glaube ich, einsetze, ist dann alles rückgängig und ich hätte dann, also meine Karten hätten dann die vorherige Punktzahl, also das denke ich, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, es ist wirklich so. Mein Gegner passt. Das ist ein gutes Zeichen, weil er nichts mehr legen kann. Und ich lege jetzt meine letzte Karte.
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie... Ich glaube, ich passe auch. Dann habe ich die erste Runde gewonnen. Aber irgendwie funktioniert das gerade nicht. So Mist. Oh nein, ich kann kein Dreieck legen. Kein Dreieck drücken. Also ich drücke es die ganze Zeit, aber es passiert nichts. Ich muss diese Karte legen. Aber ich habe immer noch mehr Punkte. Ich habe noch eine Anführerkarte. Ich weiß nicht, was sie kann, aber ich lege sie noch. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll, weil ich kann eigentlich sonst nichts anderes machen. Ja, jetzt habe ich die Runde endlich gewonnen. Doch ganz klar eigentlich. Ich habe jetzt nur noch eine Karte. Okay, mein Gegner hat die zweite Runde gewonnen. Es ist unentschieden. Oder doch nicht. Ich habe verloren. Niederlage. Egal. Tja, ist kein Spiel für jeden. Man muss analytisch denken können. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Okay, ich spiele nie wieder Gewinn. Ich verliere eher immer. Ich bin eh nicht gut mit Kartenspielen. Ich gehe jetzt weitermachen. Den Typen muss ich da vorne noch fragen. Wie heißt der? Gaunter Odim? Ich weiß nicht, ob ich das richtig gelesen habe. Aber ich tue es mal. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Ich trinke lieber nichts, weil in diesem Spiel kann man nämlich auch betrunken sein. Deswegen sage ich, komm mir zur Sache. Es wird meine Stimmung heben, sie zu finden. Du siehst mitgenommen aus. Nur ein paar Tropfen werden deine Laune heben. Ein kleiner Schnaps hat noch keinen geschadet. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Die Frage oben ist, die macht mich neugieriger als die Frage da unten. Also, woher kennst du Jen? Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst. Den Schlechter von Blaviken. Wir suchen ja Jennifer. Deswegen frage ich, wo Jennifer ist. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Das ist romantisch. Ich sage, natürlich geht es um die Liebe. Erraten, es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager.
Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davongeprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. So, ich muss jetzt raus und Nilfgaard hat auch Yennefer fragen. Wo ist denn hier der Ausgang? Meine Stimme ist gerade voll komisch. Oh. Da sind zwei Typen. Ich hoffe nur, dass sie nicht kämpfen wollen oder so. Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ich sage, 3 gegen 1, Paula, seid ihr tapfer. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. 3 von euch haben... Oh Gott, ich hoffe, ich habe das. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal. Komm, ich nehm den Sack nicht zu. Lash, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Nicht nachlassen! Sohn einer Ziege! Sohn einer Ziege! Oh, das war ja easy! So, jetzt muss ich weiter. Ups, nein! Ich wollte mein Schwert doch gar nicht ziehen. Und jetzt habe ich auch aus Versehen noch was gegessen. Vorsicht. So. Ich hoffe, jetzt greift mich keiner an, weil ich mein Schwert gezogen habe. Und das darf man in der Öffentlichkeit in diesem Spiel nicht. So, ich glaube, ich brauche Plätze, weil das vielleicht ein weiterer Weg ist. Und zu Fuß dauert das bestimmt so lange. Let's go. Und wieder mal hatte ich X gedrückt. Ich hoffe, ich gehe überhaupt in die richtige Richtung. Scheiße. Wenn ich selbst steuere, dann laufe ich immer irgendwo anders hin. Da waren eben gerade so Truppen, ne? Das sind die Monster, aber ich glaube, die sind noch viel zu stark für mich, deswegen bin ich weggeritten, weil ich auch nicht gegen die kämpfen will. Ich bin ja gerade mal auf Level 1, glaube ich. So, wir reiten jetzt mal ein bisschen schneller, damit das auch schneller geht. Langsamer. Ups, falsche Richtung. Ja. Waren wieder irgendwelche Monster, aber gegen die will ich nicht kämpfen. Auch wenn man dafür Erfahrungspunkte bekommt. So. Stimmt es, dass die Frauen hier im Effekt damit? Wie kommt man das Schwert denn wieder? Achso. Ich hab dich gewarnt. Nilfgaard! Erkennen nicht! Oh nein! Was mache ich da? Wie kann ich denn wieder runter absteigen auf Kreis? Ich muss kurz abhauen, damit die sich wieder beruhigen. Jo. Die Steuerung liegt mir nicht so. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. So.
So, die Musik ist jetzt wieder ruhiger geworden. Oder? Nee, da steht ein afghanischer Soldat, die sind immer noch sauer auf mich. Ich glaube, ich gehe jetzt kurz irgendwo drauf, um kurz zu meditieren, damit mein Leben sich wieder auflädt. Im Leben. Ich hoffe, wenn ich jetzt meditiere, dass sie sich auch da drüben schon beruhigt haben. Also diese nilfgaardischen Soldaten. Und dass da nichts mehr rot ist. Ja, da ist nichts mehr rot. Schieb ab. Ich muss aufpassen, welche Knöpfe ich drücke, weil ich kann versehentlich das Schwert ziehen und da greifen die Typen in den fetten Rüstungen mich an und das ist nicht so gut. So, Treppe hoch. Nochmal Treppe hoch. Barbaren. Barbaren. durch das Tor, wenn ich es kann. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Saad Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Siehst du, du kannst auch höflich zu mir sein. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm. Okay. Halt. Der Typ hat gerade Halt gesagt, ich habe aber nichts gemacht. Ich darf ja auch keine Sachen klauen, weil ich dann sonst auch angegriffen werde. Das ist mir mal passiert. Ich habe aus Versehen mein Schwert eben, nein, irgendwas eingesteckt. Ich glaube, das war ein Zwergenschnaps. Und dann wurde ich angegriffen. Weil die gesehen haben, dass ich was geklaut habe. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Ich kann das nicht leugnen. Sehr aufmerksam von dir. Die Antworten waren mir da so kalt. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Abgemacht. Wir müssen kämpfen in diesem Spiel. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche
Ein bestimmtes Kraut. Guck, wenn das da schon steht, dann heißt es bestimmt, dass man für später ein Kraut braucht. Also drücke ich auf Ja. Ich brauche ein bestimmtes Kraut. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Okay, das war's dann. Bis dann. Tomira und Mislav. Danke. Esso und Jagden. Was war das denn für eine Sprache gerade? So, jetzt muss ich 2 Missionen machen. Erstmal muss ich hier raus. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate... Durch das Tor jetzt gleich hier. Woanders kann man auch, glaube ich, gar nicht raus. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich mein Schwert nicht versehentlich ziehe. Ein echter Edimi. So. Meine Brüder werden mir das niemals glauben. Ziemlich dunkel hier. Ich könnte auch meditieren, dann wäre es wieder Tag, aber was soll's. Ich glaube, ich rufe einfach mal Plätze, das dauert nicht zu lange. Los, lauf! Irgendwer hat da so einen Sachen dahingestellt. Halt! Nicht da lang! Ich habe gerade den automatischen Lauf genommen. Jetzt funktioniert's. Die ganze Zeit auf die Karte. Lauf, Blitze! Ja, da sind wir auch nicht schon. So schnell, Blitze! Irgendwas ist da. Dann steige ich jetzt einfach mal ab. Häuschen hier. Ist das da ein... Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Okay, ich muss einen Jäger suchen. Was mache ich dann jetzt? Aber zuerst nehme ich Plötze mit. Jetzt habe ich schon wieder versehentlich mein Schwert gezogen. Was mache ich eigentlich da die ganze Zeit? Und jetzt habe ich Plötze verjagt.
und wieder aus Versehen was gegessen. So. Komm schon. Weiter geht's. Oha, that's it. Einen Moment mal. Geht zum Jäger da lang oder da lang? Komm schon! Ach, ich hätte gar nicht aufs Pferd draufsteigen müssen. Los, los! Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Dann folge ich ihm einfach. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Wir müssen gerade einen Fall aufklären, deswegen frage ich, wo hast du die Leichen der Nilfgaarder gefunden? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Warum nicht? In diesem Spiel sind wir ein Kämpfer. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen, nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen, dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht, weil sie schlau sind. Schlauer als Füchse. Und Menschen leidenschaftlich hassen. Weil wenn ich zu diesem großen Fall hier auf der Karte gehe, bin ich dann bei der Kräuterfrau oder bei den Wölfen? Aber ich denke eher, weil wenn ich dahin gehe. Weil gerade ist ja diese Mission zu spät. Noch ein Angriff. Ja, gut. Gut. Ich hoffe, dass ich jetzt, ja, dann Tiere. Irgendwas ist mit meinem Schwert, ich muss es ziehen, aber er zieht es nicht. Ist jetzt aber. So, fertig. Rohes Fleisch zum Mitnehmen und zum Essen. Jetzt muss ich wieder zurück zum Jäger. Ist er da? Aber hier sind ja noch so Eingeweide und so weiter. Wenn man mitnehmen kann, kann man die mitnehmen? Nee. Okay, dann gehe ich wieder zurück zum Jäger. Hallo, Miroslav. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor. Jedenfalls ist es lange her. Es war wovor? Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts.
Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ja, ich zwing dich nicht. Hätte ich auch in Wirklichkeit gesagt. Musst du ja auch nicht. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarder gefunden hast? Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komm schon klar. Ich hab ein Schwert. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt weiht man's heil. Untersuche mit Hilfe deiner Hexensinne den Ort, an dem die nilfgaardischen Soldaten starben. Alles klar. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Ein Lager? Anscheinend muss ich alle diese Sachen hier andrücken, die man andrücken kann. Aber jetzt gerade finde ich irgendwie nichts. Wo muss ich denn hin? Das gehört nicht dazu, weil das wächst ja immer nach. Da ist was. Diese Spuren sind älter und tiefer, schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Da gehen die Spuren weiter. Komisch. Geht's da unten weiter? Mal gucken, wie man da wieder hochkommt, weil ich habe die Steuerung nicht mehr so im Kopf. Also im Kreis überklettern. Auge brennt gerade voll. Von da unten bin ich hierher gekommen. Oder?
denn? Das war Teleportation. Das Greifen ist. Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Okay. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Ich muss alles untersuchen. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Alter, bestimmt. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell. 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Okay. Zurücktreten. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Eigentlich habe ich das doch an Schuh gemacht, oder? Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Jetzt habe ich die Frage trotzdem. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Okay, jetzt muss ich zu der Frau. Kreuzdorn. Mit Blitzloch. Das geht bestimmt schnell. Ja, wie jetzt? Kann sie da nicht rüber oder was? Komm schon! Okay, dann mach ich's halt ohne Plätze. Störig? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich brauche einen Kreuzdorn. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern.
Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Okay. Hauptmann Peter legt wirklich etwas dran. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit, zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. So, die Kreuzung muss ich jetzt selber suchen. Raus hier. Ich glaube, der ist unter Wasser. Okay, jetzt kann ich wieder hoch. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Ich hoffe, ich werde jetzt gleich hier im Wasser nicht angegriffen, weil ich habe vor, weiter zu schwimmen. Dauert aber ziemlich lange. Solange kann man sich ja die Spielwelt angucken. Guter Mann, wir gehören die Felder am anderen Flussufer. Ach so, oh, er ist ja draußen. Schon gut. Dieser Bob? Ja? Was ist denn, Wolf? Ich habe einen Vertrag für einen Greifen angenommen. Ja, das stimmt. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Weiter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Den Kreuzdorn habe ich schon. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Bis dann. Bis später, Wesemir. Warte mal, ich soll jetzt nochmal mit Wesemir sprechen? Ja? Was ist denn, Wolf? Wegen des Greifs. Ich war mit dem Greifenvertrag beschäftigt. Und? Ich habe ein paar Informationen über den Greif, aber das hatte ich davon schon. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Hm,
Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Oh nein, dann das legen wir los. Gar nicht. Würde ich sagen, Zeit für die Falle. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Ja. Dann legierte er Stuart Escher im Norrigrad. Wenigstens sprintet er. Bei dem Jäger vorhin, da konnte ich ganz normal laufen. Also in der normalen Geschwindigkeit. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort, ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Ja, wir können anfangen. Fangen wir an. Ich hoffe, der Wind steht gut, ich ziehe mein Schwert. Der wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind. Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden. Meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Das ist ja schon. Er ist ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte. Wenn dies... Meine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Ist mir eigentlich voll egal, was für eine Antwort ich jetzt nehme. Ich sag das hier einfach. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Die Armbrust benutzen, weil ich nicht zielen kann. Auch mal stehen bleiben. Oh, Scheiße. Hab mich voll getroffen. Und da war ich die ganze Zeit aus. Okay, besiegt habe ich ihn.
schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt nie aus. Man lernt bis an sein Lebensende. Hexer nicht. Es sei denn, sie wünschen ein frühes Ende. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Extra Sachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.